Anja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Auf einen Kaffee mit zur digitalen politischen Bildung. Du arbeitest beim Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig im Themenbereich Digitalisierung. Und wenn ich auf die Website schaue, steht da der Slogan Gutes Leben für alle. Und deswegen wäre meine erste Frage, was ist denn für dich ein gutes Leben für alle? Genau, das ist eine gute Frage und das sagen wir genau auch ganz oft, dass das sozusagen das ist, worum es uns geht und eben da auch Wege hin aufzuzeigen, wie wir zu einem guten Leben für alle kommen. Und ein gutes Leben für alle bedeutet für uns sowas wie auch eine Welt und eine Gesellschaft, in der keiner und keine mehr von Diskriminierung betroffen ist, in der Zugang zu Bildung oder Chancen gesellschaftlicher Teilhabe gerecht verteilt sind, es weniger Ungleichheiten gibt und auch sich niemand mehr Sorgen machen muss über sein oder ihr Auskommen. Sozusagen, dass es eine gute Grundsicherung auch gibt. Und das im Einklang mit den ökologischen und sozialen Grenzen, und das denken wir halt eben nicht nur auf nationaler Ebene, sondern eben auch global. Und ich glaube, das macht nochmal einen großen Unterschied, weil es eben auch bedeutet, dass es ökologisch und sozial gerecht für alle, und damit meinen wir eben sozusagen nicht nur uns hier in Deutschland, sondern eben die ganze Bevölkerung der Welt, was natürlich dann auch wiederum Konsequenzen hat. Und wir glauben aber nicht, dass das unbedingt, wenn wir zum Beispiel unseren Lebensstil, wir glauben schon, dass wir unseren Lebensstil radikal auch ändern müssen, um ein gutes Leben eben für alle auf der Welt zu ermöglichen. Und das heißt für uns aber eben nicht, dass es mit Verzicht oder irgendwie einer Verschlechterung einhergeht, sondern dass wir eben nach Alternativen suchen müssen, wie es uns trotzdem gut gehen kann, ohne dass es, darf gleichzeitig sozusagen alle von profitieren. Und damit ist halt verbunden auch eine starke Kritik an dem Wachstumsparadigma, weil es eben davon halt nur wenige profitieren, vor allem ja Länder des globalen Nordens, und versuchen sozusagen da in eine Auseinandersetzung zu gehen und auch viel Bildungsarbeit zu machen und eben auch da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze schon, zum Beispiel auch, dass wir weniger arbeiten, und das bedeutet das vielleicht für mich konkret auch, weil wir eben das versuchen auch umzusetzen in unserem eigenen Arbeiten, dass wir das Konzept der kurzen Vollzeit anwenden und alle so zwischen 20 und 30 Stunden arbeiten beim Konzeptwerk, damit wir eben noch genug Zeit für andere Tätigkeiten haben, wie Reproduktionsarbeit oder auch die Sorge um sich selbst, politische Teilhabe auch noch möglich ist oder politisches Engagement. Genau. Das ist ja interessant eigentlich, wenn wir uns anschauen, okay, was bedeutet da Ressourcenverbrauch in dem Moment? Also wir haben einen Anstieg an Streamingdiensten, an wahrscheinlich auch also Hardware-Anschaffung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die Zunahme quasi von Online-Veranstaltungen und das Wegfallen von Präsenzveranstaltungen. Und das ist sehr interessant, kann man das so in Verhältnis setzen? Also ich finde es schwierig, das gegeneinander auszuspielen. Also was ist jetzt besser quasi digital oder analog? Aber was ist hast du Informationen, wie sich das im Ressourcenverbrauch jetzt widerspiegelt, dass vieles jetzt einfach online gemacht werden kann? Oder wie stehst du dazu, zu diesem Verhältnis zwischen? Ja, wie gesagt, also genau in dieser Greenpeace-Studie, was halt eben versucht wurde zu analysieren, wie sich das tatsächlich in Ressourcenverbrauch auswirkt, war das Ergebnis, dass wenn 40% von Arbeitnehmenden dauerhaft an 2 Tagen die Woche zu Hause arbeiten, statt ins Büro zu fahren, dann können im Jahr ungefähr 5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Und das ist ungefähr so viel, glaube ich, wie 20% der Pendler, BerufspendlerInnen, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie Pendlerin da definiert ist, an Emissionen verursachen. Das heißt, es ist schon
relativ viel, weil es ja auch einfach, ne, wenn sozusagen die an 2 Tagen die Woche zu Hause bleiben, dann können halt natürlich viele Ressourcen eingesperrt werden. Und das finde ich auch, da würde ich sagen, ist es auch sinnvoll, darüber nachzudenken, gerade wenn es eben weite Anfahrtswege sind, die Menschen ins Büro haben. Wenn Leute mit dem Fahrrad ins Büro fahren oder halt sehr kurze Wege haben und den öffentlichen Nahverkehr nutzen, dann ist es, macht es wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied, vor allem, weil ja auch in Corona-Zeiten jetzt zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr ja auch nie eingestellt wurde. Also es ist ja trotzdem noch möglich gewesen, von A nach B zu kommen. Ich finde das immer schwierig mit so direkten Vergleichen, weil es natürlich immer auch, also diesen Berechnungen immer irgendwelche Annahmen zugrunde liegen, die dann in der Kommunikation der Ergebnisse ja auch nicht immer mitgesagt werden. So wie ich jetzt auch gesagt habe, ich weiß gar nicht, was für eine Definition von Pendler in den zugrunde liegt, also ab wie vielen Kilometern. Und gleichzeitig ist es natürlich ein guter Modus, um ins Nachdenken darüber zu kommen und ins Abwägen. Und ich denke, dass es auch aber dann so mitgedacht werden muss, was es eigentlich für soziale Auswirkungen hat, wenn wir uns immer alle nur noch digital sehen. Gerade in Arbeitskontexten, wo ja auch viel über den persönlichen Austausch oder so Flurgespräche passiert und gerade auch in den Arbeitsbereichen jetzt hier, also in der politischen Bildung, das lebt ja auch von Diskussionen und Austausch und genau, irgendwie in der Kultur des Miteinanders. Und deswegen würde ich das auch nicht eintauschen wollen gegen Homeoffice die ganze Woche. Also ich denke, da muss man halt einen guten Mittelweg irgendwie finden. Und es kann eine ergänzende Option sein, gerade jetzt auch für die kommende Zeit, wenn wir jetzt wirklich, also bei den steigenden Infektionszahlen, die wieder sozusagen berücksichtigen und dann zu sagen, okay, man macht so Mischkonzepte, dass halt immer nur ein paar Leute im Büro sind und sich das ganz gut abwechselt oder so. Gerade so in Bezug auf die Bildungsarbeit empfinde ich das als ein tatsächlich dann doch auch ein Dilemma. Also ich sehe auf der einen Seite, ich profitiere unheimlich von Digitalisierung und möchte natürlich auch das Thema reinbringen. Das Thema ist auch einfach da. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, naja, okay, also so ganz drastisch die Gletscher schmelzen, ne? Also, und ich finde, das ist wirklich ein schwieriger Bezug, da einen Weg zu finden. Ihr habt ja bei euch da, glaube ich, seid ihr ja auf einem Weg, damit umzugehen oder mit diesem Dilemma klarzukommen. Kannst du dazu einfach nochmal sagen, was ihr euch dazu überlegt habt und wie ihr das beschreitet? Also gerade bei so Bildungsveranstaltungen ist, glaube ich, der Punkt auch, dass es ja auch total darauf ankommt. Ich würde sagen, Bildungsveranstaltungen ganz pauschal oder die kurze Antwort wäre für mich, das ist nicht das Problem. Also das Problem liegt an anderer Stelle. Und deswegen kann man, glaube ich, so viele Bildungsveranstaltungen machen, wie man möchte. Und das verschlimmert jetzt. Natürlich hat jede Handlung, die wir machen, sozusagen irgendeine ökologische Wirkung und auch soziale und so weiter. Trotzdem denke ich, dass das ganz viele andere Sachen sind, die den Kohl fett machen und eben nicht Bildungsveranstaltungen. Was wir halt machen, ist schon uns auch kritisch damit auseinanderzusetzen, wie wir Veranstaltungen, die wir selber durchführen, dann machen, also welche Tools wir benutzen und natürlich auch, wie wir die gestalten. Also wir haben jetzt zum Beispiel, was gar nicht so viel mit dem Thema heute zu tun hat, aber jedes Jahr auch ein Jahresthema, innerhalb dessen wir uns mit bestimmten, zu dem wir uns intern weiterbilden. Das war mal Rassismus, das war dann mal Klassismus und jetzt ist es diskriminierungssensibel veranstalten. Das heißt sozusagen uns Gedanken machen, wie schaffen wir es eigentlich auch mehr von Diskriminierung betroffene Personen einerseits mit unseren Veranstaltungen auch anzusprechen und mitzunehmen und einzubinden und andererseits natürlich auch mit von Diskriminierung betroffenen Gruppen gemeinsam Veranstaltungen zu planen und denen dadurch ja auch sozusagen mehr eine Stimme zu geben. Und wir gucken halt auch, mit was für Tools wir Veranstaltungen machen. Wir hatten im August einen großen Kongress, Zukunft für alle. Der sollte, war natürlich, weil er die Planung ja schon ungefähr ein Jahr vorher angefangen hat, analog und offline in Leipzig geplant. Und dann mussten wir
Genau, ich glaube, im Mai haben wir dann beschlossen, dass wir es digital machen. Und natürlich war das auch mit viel Herzschmerz verbunden, weil es eben trotzdem was ganz anderes ist. Und im Endeffekt haben wir da aber dann natürlich auch viel Arbeit da reingesteckt. Wie machen wir das eigentlich? Wie können trotzdem möglichst viele Leute teilnehmen? Sicherlich haben so auch nochmal ganz andere Menschen teilgenommen, als es vor Ort möglich gewesen wäre. Und wir haben dann mit Big Blue Button gearbeitet und auch vorher zum Beispiel so Technik-Schulungen angeboten. Also dass wir Leute eingeladen haben, sich vorher schon in einem Raum zu treffen mit einer Person, die das angeleitet hat und dann so erklärt hat, wie die Oberfläche funktioniert, auch für die Workshop-Gebenden und die Referentinnen, was alles so Funktionen davon sind. Und quasi eine technische Einführung gegeben hat. Dann haben wir Technikanleitungen geschrieben auch, zum nochmal nachlesen und für die Leute, die zum Beispiel nicht an den Schulungen teilnehmen konnten. Und haben versucht, für jede der Veranstaltungen, was relativ viele waren, ein oder eine Technik-Host bereitzustellen, dass sozusagen in jeder Veranstaltung nochmal eine Person war, die sich um die Technik gekümmert hat, damit die Referentinnen sich auf das Inhaltliche konzentrieren können. Und genau, ja, vielleicht soweit erstmal. Wie geht ihr damit um, gerade wenn es so um Beschaffung geht? Also mit. Ja, guter Stichpunkt. Da versuchen wir auch, wir kaufen eigentlich nur Secondhand-Geräte, also gebrauchte Geräte. Wir haben eine Person, die sich um Technik und IT kümmert. Ich habe zum Beispiel ja jetzt gerade vorhin gesagt, deswegen mussten wir nochmal gucken, ob das mit den Audioeinstellungen alles funktioniert, dass ich quasi einen neuen Rechner habe, aber neu heißt einen gebrauchten neuen Rechner, den ich vom Konzeptwerk habe. Und da ist zum Beispiel auch die Abmachung, dass wir die Rechner auch privat nutzen dürfen. Also wir haben dann quasi auf dem Rechner ein Arbeitskonto und dann haben wir ein privates Konto, sodass und genau, das Arbeitskonto, da sind die Adminrechte drauf, aber dass wir zum Beispiel, wenn wir den Laptop irgendwie zu Hause nutzen und und vielleicht irgendwie Bekannte oder Freunde irgendwie da sind, dass dann da keine sensiblen Informationen sind, wenn wir sozusagen in unserem Arbeitskonto wären. Deswegen haben wir da ein extra Konto. Und wir nutzen, sofern das möglich ist, und eigentlich ist das ja fast immer möglich, Open-Source-Software, also wir haben alle Ubuntu auf unseren Rechnern. Wir nutzen für die Mitgliederverwaltung zum Beispiel auch ein Open-Source-Tool. Damit kann man ganz viel machen, damit kann man Rundmails schreiben, Kontakte verwalten, Spenden, Bescheinigungen rausschicken, Rechnungen erstellen. Genau, das ist alles Open-Source und haben dafür nochmal, weil das auch teilweise relativ kompliziert ist, nochmal einen externen Berater, der uns da weiterhilft, wenn wir selber sozusagen da Fragen haben. Genau. Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis mit dem externen Berater. Also ihr holt euch auch wirklich Expertise rein von außen. Ja. Genau, weil ich glaube, teilweise ist es auch nicht möglich und ich glaube, das ist auch ein guter Stichpunkt. Ich glaube, dass es ja oft auch eine Überforderung mit dem Thema digitale Technik einhergeht und Menschen sich genau davon auch überfordert fühlen, Entscheidungen zu treffen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass es nicht immer auch sein muss, dass man das komplett selbst tut und sich das komplett selbst aneignet, weil es gibt einfach Menschen, die sich damit viel beschäftigen und die sich damit auskennen. Und deswegen ist es auch total gut, sich da Unterstützung zu holen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Thema immer mehr auch auf die Agenda, auf so lokalpolitische Agenten rückt. Also die Stadt Leipzig zum Beispiel hat jetzt vor, ein Förderprogramm aufzusetzen, so ein Unterstützungsnetzwerk dann auch zu finanzieren entsprechend für die Leipziger zivilgesellschaftlichen Organisationen, damit die eben sich zum Beispiel so Beratung auch dann einkaufen können oder leisten können und das dann über eine Förderung von der Stadt. Und das finde ich super gut, weil da auch jetzt festgelegt wurde, dass es eben dann keine, dass es sozusagen freie Beraterinnen sind, die auch eben die Anwendung von Open-Source-Software unterstützen sollen, damit da zum Beispiel auch keine Fahrtabhängigkeiten geschaffen werden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei Bildungsveranstaltungen,
gerade genau mit allen Leuten eigentlich, dass, also mit allen Zielgruppen, dass wenn zum Beispiel mit konkreten Tools gearbeitet wird oder konkrete Tools auch vorgestellt werden, die genutzt werden können für bestimmte Sachen, dass es eben keine, ja, nicht so Fahrtabhängigkeiten schafft, von wegen, es müssen jetzt alle die Windows-Dienste benutzen, weil das eben genau einerseits sozusagen kostenpflichtig ist und es ja auch gute Alternativen dazu gibt. Was empfehlt ihr, also gerade bei den Alternativen, ich kann mir vorstellen, Fahrtabhängigkeit ist ja der eine Begriff, der andere Begriff ist ja auch dieses teilhaben wollen an neuer Technologie und da auch den Wunsch haben, also sich davon frei, ihr macht euch ja davon frei zu sagen, und wir haben jetzt das neueste, die neueste Hardware, die neueste Software. Das ist ja eine Haltungsfrage letztendlich, damit umzugehen. Naja, ich glaube, also was ich schon nochmal dazu sagen muss, wir haben auch Twitter und wir haben auch ein Facebook-Profil. Also wir sind sozusagen jetzt nicht komplett Verweigerer und sagen, wir wehren uns sozusagen oder nutzen gar nichts von solchen Techniken, weil es ja auch ein Stück weit dann eben um, ja, darum geht, auch gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden im öffentlichen Diskurs, der ja dann auch über solche Plattformen stattfindet. Was uns oft auch vorgeworfen oder öfter vorgeworfen wird, ist ja auch so ein Punkt von gerade sozusagen mit unserer Arbeit auch in diesem Digitalisierungsteam, ist auch die Frage von so Technikverweigerer oder Technikskeptiker. Und das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt, finde ich, weil es eben unsere Haltung dazu eigentlich nicht ist, dass wir den Einsatz von Technik generell missbilligen. Also der ist ja auch total an vielen Stellen super sinnvoll und zum Beispiel würde es nicht möglich sein, auf 100% erneuerbare Energien umzusteigen, ohne digitale Technik einzusetzen. Und gleichzeitig, genau, sagen wir aber auch nicht, dass einfach ohne drüber nachzudenken, alle Prozesse digitalisiert werden sollten. Und ich glaube, was unser Ansatz dazu ist oder unser Umgang damit ist, zu sagen, es sind auch nicht so, es sollten keine individuellen Lösungen sein. Also ich glaube, was oft ja auch das Problem in so Bildungsarbeit ist, ist, dass es die Teilnehmenden einerseits das Bedürfnis auch haben. Also ich finde, wir werden auch immer wieder gefragt, was kann ich denn jetzt machen? Was sind denn Alternativen? Was kann ich konkret umsetzen, dass es sozusagen anders wird? Also eher sozusagen aus dieser VerbraucherInnenperspektive. Und das ist sicherlich natürlich auch ein total guter Ansatzpunkt, weil darüber ja auch wieder Veränderungen stattfinden kann. Und gleichzeitig wird das sozusagen das Problem nicht lösen. Und ich glaube, deswegen ist unser Umgang damit, Teilnehmende auch einzuladen, in einen kritischen Reflexionsprozess darüber zu gehen, was sind eigentlich für Machtverhältnisse und auch für Herrschaftsverhältnisse im Einsatz mit digitaler Technik jetzt darauf bezogen, auch verbunden? Also was für eine Rolle spielt das gerade in unserer Gesellschaft? Wer hat eigentlich die Möglichkeit, darüber zu verfügen? Wer trifft die Entscheidung dahinter? Und was kann ich eigentlich daran selber noch mitentscheiden? Also das sind, und klar zu machen, dass es auch Zwänge sind, die damit verbunden sind. Das hast du ja auch gerade in deiner Frage so ein bisschen angedeutet, ne? Dass es total schwierig ja auch ist, sich dem zu entziehen. Also wenn alle meine Freunde irgendwie auf Instagram sind, da nicht zu sein, bedeutet das dann ja auch möglicherweise irgendwie ein Stück weit auch einen sozialen Ausschluss. Und das ist natürlich voll das Dilemma. Und ich glaube sozusagen dann, also eine Ebene höher zu gehen und sagen, okay, es ist nicht euer individuelles Problem, es ist eigentlich ein gesellschaftliches Problem, und das Problem ist nicht, dass ihr diese Technologien nutzt, sondern dass es keinen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess und keine Kontrolle eigentlich darüber gibt, auch wie diese Technologien funktionieren. Danke, danke für die Wahrnehmung und Beschreibung. Anja, du hast, bevor es in die Breakout-Session ging, über den Rebound-Effekt nochmal gesprochen. Und da würde ich dich bitten, kannst du nochmal beschreiben, was genau der Rebound-Effekt ist und wie er uns betrifft? Ich mache es immer am liebsten an einem Beispiel, was nichts mit digitaler Technik zu tun hat, nämlich das Auto, weil es, glaube ich, am eindrücklichsten ist. Genau, der Rebound-Effekt beschreibt eigentlich die Tatsache, dass
Effizienzsteigerungen durch mehr Konsum wieder wettgemacht werden, zumindest teilweise. Und das ist am Beispiel des Autos jetzt, wenn ich ein Auto habe, was 5 Liter Benzin verbraucht pro 100 Kilometer und ich dann im Verfahren der Produktion eine Effizienzsteigerung habe, dass das Auto nur noch 3 Liter braucht, dann habe ich sozusagen, verbrauche ich weniger Benzin pro 100 gefahrene Kilometer. Und wenn das aber dann dazu führt, dass ich statt einfach sozusagen insgesamt weniger zu verbrauchen, mehr damit fahre, weil ich ja sozusagen zum Beispiel auch Geld eingespart habe, das ist dann ein Beispiel für einen Rebound-Effekt. Eben dieses Effizienzsteigerung durch Mehrkonsum teilweise wieder auffressen. Und das ist halt bei Technik auch relativ eindrücklich. Zum Beispiel hat sich ja Rechenleistung seit den 50er Jahren eigentlich exponentiell entwickelt und ist immer sozusagen effizienter geworden. Das heißt, wir können auf immer kleineren Geräten eigentlich immer mehr Rechenoperationen durchführen. Das Smartphone ist ja eigentlich ein ziemlich krasser Computer sozusagen oder ein ziemlich krasser Rechner und kann ganz viele Sachen. Und im Umkehrschluss heißt das halt sozusagen auf ökologischer Ebene nicht, dass wir weniger verbrauchen, weil eigentlich verbrauchen wir sozusagen gerade immer mehr Energie, auch was Informations- und Kommunikationstechnologien angeht. Und deswegen beobachten wir hier auch ganz starke Rebound-Effekte. Und ich glaube, das ist auch eine ziemliche, das ist so meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen auch in dem Zusammenhang, eben diese Rebound-Effekte einzugrenzen und auch denen vorzubeugen, weil es eben, weil dann eben immer mehr sozusagen einfach auch, digitalisiert wird statt weniger. Und das ist, glaube ich, auch das, was Uwe vorhin gesagt hat, dass diese These, nichts an der Digitalisierung ist nachhaltig. Ich glaube, sich nochmal vergegenwärtigen, dass Technik ja an sich auch ein Werkzeug ist, was so oder so eingesetzt werden kann. Also wie halt ein Messer, was einerseits was Gutes sein kann und zum Brot schneiden oder alles andere in der Küche schneiden, eingesetzt werden kann. Und es kann aber eben auch als Gewaltmittel gegen Personen oder so eingesetzt werden. Und dann hat es natürlich einen ganz anderen, also da muss man immer gucken, was auch die Werkzeuge auch irgendwie wie sie eingesetzt werden und auch für welchen Zweck. Und das ist bei Technik eigentlich nicht anders. Und deswegen ist Digitalisierung an sich sozusagen, braucht ja jedes Gerät, was wir nutzen, sozusagen für alle digitalisierten Prozesse brauchen wir Geräte. Es braucht immer eine materielle Infrastruktur. Und das allein ist ja schon, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, Produktion hat immer den größten Anteil sozusagen auch an diesem ökologischen Rucksack. Das heißt, an sich ist es natürlich nicht nachhaltig. Die Frage ist sozusagen, für was wir es nutzen und wie wir es einsetzen, ob es dann sozusagen wiederum das, was es allein für die Produktion gebraucht hat, vielleicht an anderer Stelle wieder einspart. Genau, und deswegen würde ich zum Beispiel auch, weil vorhin nochmal die Frage kam oder diskutiert wurde in der anderen Kleingruppe, wenn thematisiert wird, so wieso machen wir zum Beispiel eigentlich eine digitale Bildungsveranstaltung, weil das ja auch Ressourcen verbraucht und ist das deswegen nicht schlecht. Also da würde ich sagen, auch wieder, warum machen wir das? Ist das irgendwie auch legitim, sozusagen für diesen Zweck auch das in Kauf zu nehmen? Und das würde ja andererseits auch so sein. Also bei analogen Veranstaltungen werden ja auch Ressourcen verbraucht. Also Menschen fahren dahin, alle haben irgendwie einen Anfahrtsweg, manche vielleicht auch einen ziemlich langen. Und da ist ja genau auch der Punkt mit Konferenzen zum Beispiel. Da kommen Menschen sozusagen aus dem ganzen Land oder sogar internationale. Es werden irgendwie Flüge in Kauf genommen. Und das finde ich spannend, dass auch ja obwohl wir so Videotechnologien, also digitale Konferenztools haben, trotzdem die Anzahl der Flüge vor Corona ja auch kontinuierlich gestiegen ist und nicht gesunken. Das heißt, wir haben, wenn das sozusagen digitalisierte Prozesse einfach nur on top kommen auf das, was sowieso da ist, dann ist es natürlich, kann es einfach nicht nachhaltig, also dann kann es nicht ökologisch nachhaltig sein. Das heißt, da sollten wir auch auf jeden Fall mal gucken, wenn wir Veranstaltungen durchführen, zu schauen, was sind für uns so Richtlinien, wie können wir also nachhaltig unsere Veranstaltungen durchführen und planen. Genau, und was ist dann auch
Ja, ich glaube, das ist natürlich gut, das sozusagen auch anzugehen und auch zu reflektieren. Und ich würde aber nicht sagen, es ist per se so oder per se so. Natürlich kommt es immer auf den Kontext an und das ja aber auch, genau, es kommt natürlich auch total drauf an, was gibt es da zu essen? Woher kommt das Essen? Also ist das irgendwie regional? Ist das vegetarisch oder vegan? Also da kommen ja ganz viele Sachen mit dazu, auch bei so Veranstaltungsorganisationen, die auch über den digitalen Aspekt hinausgehen. Was ja auch ein hoher Anspruch ist. Ja, auf jeden Fall. Also, und da, genau, es ist natürlich ein hoher Anspruch und gerade aber vielleicht auch für Bildungsakteure dann auch gut, sozusagen diesen Anspruch zu verfolgen, eben auch, weil es ja sozusagen auch ein Stück weit sozusagen immer irgendwie vielleicht so eine Vorzeigerolle ist, ne? Gerade im Bildungsbereich, weil man damit ja eben auch ja, Signale aussendet an die Teilnehmenden und an andere öffentliche Akteure, die auch Veranstaltungen machen. Also. Ganz praktisch, was würdest du uns für Tipps oder an Tools mitgeben, die genau das befördern können? Für die digitale Veranstaltungsumsetzung oder? Oder ihr macht ja auch Veranstaltungen, also ihr versucht ja in eurer Grundidee habt ihr ja ganz viel schon verankert, wie ihr euch dem Thema nähert. Ja, also ich würde sagen, dass es genau gut ist, zu schauen, sozusagen, wie Sachen funktionieren, die ich auch sozusagen nutze für Veranstaltungen. Wir haben für diesen Kongress zum Beispiel, weil das jetzt die letzte große Veranstaltung war, die wir gemacht haben, auch geguckt, dass wir zum Beispiel die Server selber betreut haben, weil es eben tatsächlich auch sehr viel kostengünstiger war, als wenn wir damit ein Unternehmen beauftragt hätten und haben da genau geguckt, dass es Server sind, die in Deutschland sind. Und wenn es nicht in Deutschland, dann auf jeden Fall in Europa wegen der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben genau viele auch ehrenamtliche Akteure eingebunden, einfach auch, weil wir so Bildungsveranstaltungen dann oft auch oder Konferenzen eben auch als Möglichkeit sehen, auch Menschen in ihrer in ihrem politischen Tätigsein zu stärken und ja letztendlich so gemeinsame Organisation auch eine positive Erfahrung ist und irgendwie das Gefühl, damit verbunden, eingebunden zu sein und irgendwie auch ja, eine gesellschaftliche Wirkung vielleicht zu haben, indem ich mich mit anderen organisiere und was mache. Wir haben beim Essen für die Menschen sozusagen aus dem Orga-Kreis, die dann trotzdem, also Organisationskreis, die trotzdem vor Ort dann waren, haben wir ein Kochkollektiv eingeladen, die gekocht haben mit teilweise Lebensmitteln, die ja, von Betrieben sozusagen, also die über Foodsharing bezogen wurden, die schon aussortiert waren, weil sie halt nicht mehr verkauft werden konnten. Teilweise haben wir eine Kooperation gehabt mit einer solidarischen Landwirtschaft hier im Leipziger Umland, die sozusagen Gemüse für uns angebaut haben. Es war eben von langer Hand geplant. Und das dann sozusagen regionales Gemüse war. Das Essen war dann immer vegan und auch es gab immer sozusagen eine Variante für Menschen mit bestimmten Unverträglichkeiten oder Allergien. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Sachen, auf die wir geachtet haben, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe. Wir haben schon auch geguckt, dass wir auch Menschen mit diversen Hintergründen auch in die Organisation mit einbeziehen. Also ich glaube, da kann man genau und eben auch Open Source Tools und Software nutzen, auch für die Vorbereitung. Also wir haben uns dann auch in Big Blue Button Räumen getroffen. Wir haben eine Nextcloud genutzt für die Online-Zusammenarbeit. Wir haben mit Pads gearbeitet, die auch teilweise darin eingebettet sind. Genau, und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt immer notwendig, sozusagen alles auf einmal zu verändern, weil das ja oft auch dann auch überfordernd ist und vielleicht einfach peu à peu mit Veranstaltungen, die man organisiert, einfach vielleicht auch schrittweise Sachen irgendwie zu verändern und umzustellen und sich vielleicht das eine Mal darum zu kümmern,
dass man ein anderes Tool nutzt, auch für Veranstaltungen, und das nächste Mal drauf zu schauen, genau, wen lade ich eigentlich, also nochmal genauer hinzugucken, wen lade ich eigentlich ein, habe ich da vielleicht auch eine andere Perspektive von auch marginalisierten Gruppen mit drin und so weiter. Also vielleicht eher so schrittweise, damit es auch nicht so ein genau ganz überforderndes Thema dann ist. Danke. Also gerade so eine, ja, du hast ja auch gesagt, Ideen ausprobieren und einfach mal machen, ne? Wenn ich dich richtig verstehe. Total. Also da im Ausprobieren ist, glaube ich, immer gut und dann sozusagen aber auch aus den Erfahrungen lernen und zu gucken, eine Evaluation zu haben, wie hat das geklappt, eine Reflexion, was kann daraus gelernt werden. Wir haben auch beim dem großen Kongress auch gemerkt, okay, wir haben zwar einen super Tech-Support gehabt, aber wir hatten keinen Notfallplan. Also wir hatten sozusagen keinen Plan, wenn irgendwie zum Beispiel Podien nicht funktioniert haben. Wir hatten keinen Ort, wo wir die umziehen. Und das ist uns dann auch zweimal auf die Füße gefallen, bis wir dann sozusagen diesen Notfallplan noch gemacht haben. Also natürlich ist es auch immer ein Prozess, in dem man irgendwie dann immer dazu lernt. Ja, danke. Ihr habt vorhin habt ihr nochmal über digitale Mündigkeit gesprochen. Und jetzt gerade für so eine Umsetzung von Veranstaltungen, wie können wir in Bildungsveranstaltungen das nochmal befördern? Oder was habt ihr oder du als Tipp da für uns? Also wir haben genau darüber gesprochen, weil es eben darum auch ging, ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind, aber eben das Thema, wie können wir das eigentlich dem entgehen, dass man dann so als Spaßverderber oder Verderberin da auftaucht. So von wegen, jetzt haben wir ganz viele Möglichkeiten auch der digitalen Zusammenarbeit und dann kommt aber der erhobene Zeigefinger und sagt, das hat aber auch einen ganz großen ökologischen Fußabdruck. Und diesen Zeigefinger würde ich auch gar nicht erheben wollen bei Veranstaltungen, weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass das Problem nicht Bildungsveranstaltungen sind, bei denen irgendwie eine kritische politische Bildung gemacht wird, sondern eben falsche Anreize, die gesetzt werden, auch von halt den großen Konzernen, dass wir immer mehr Videos auch gucken und das ja auch ein gewisses Suchtpotenzial bedient, ne? Und das ist, glaube ich, ganz anders bei politischen Veranstaltungen. Und was aber eine ziemlich gute Methode ist, wie ich finde, wie auch gerade das vielleicht so ein bisschen aufgebrochen werden kann und wieder hin dazu, okay, vielleicht werden wir dann irgendwie als Spaßverderber wahrgenommen, aber die Frage zu stellen, was ist das denn eigentlich für eine Technik, die wir selbst nicht mehr verstehen und die wir eigentlich auch gar nicht wirklich beeinflussen können und wo wir vielleicht gar nicht genau wissen, was da passiert. Also ist das was wir als Gesellschaft eigentlich wollen und ist das was Erstrebenswertes oder sollte Technik nicht eigentlich so gestaltet sein, dass wir halt nachvollziehen können, was da passiert und dass es irgendwie auch transparent gemacht wird, welche Daten jetzt wohin geschickt werden. Am besten werden Daten gar nirgendwo sozusagen hingeschickt und viele Apps oder Software würde ja auch funktionieren, ohne dass es, dass sie eine Internetverbindung haben. Also zum Beispiel so Karten, Google Maps, ne? Das funktioniert jetzt, glaube ich, kann man die auch runterladen, aber das konnte man lange Zeit nicht. Das heißt, man musste immer online sein und es würde auch einfach funktionieren, wie ich mir Karten, Straßen verändern sich nicht ständig. Das kann man runterladen und dann eigentlich auch gut in einem Offline-Modus nutzen. Also sozusagen da auch nochmal anzusetzen. Und es gibt eine Methode, die innerhalb von den beim Konzeptwerk entwickelt wurde, von diesen Endlich-Wachstum-Bildungsmethoden. Und die heißt, welche Technik wollen wir? Und da geht es eben darum, dass Teilnehmende sich innerhalb von verschiedenen Dimensionen mal ein Gerät angucken. Und das kann ein technisches Gerät sein, es kann aber auch eine Waschmaschine sein. Also das ist auch ein technisches Gerät. Es kann sozusagen ein Gerät von so Informations- und Kommunikationstechnologien sein, wie Laptop oder ein Smartphone, aber eben auch andere Sachen, wie ein Traktor oder sowas. Und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, oder sehr gute eigentlich, dass eben dieses Abstraktionsniveau ja auch manchmal schwer zu greifen ist oder beziehungsweise Menschen eigentlich auch wissen,
dass es ein Problem mit Plattformen gibt, dass es ein Problem mit Überwachung gibt, dass es ein Problem mit Datenmissbrauch gibt. Also all diese Sachen sind ja irgendwie auch in der öffentlichen Debatte präsent und trotzdem für den Einzelnen oder die Einzelne schwer greifbar. Und diese Methode versucht eben genau da anzusetzen und mit verschiedenen Fragen in unterschiedlichen Dimensionen sowas wie Anpassungsfähigkeit oder Auswirkungen auf die ökologische Umwelt oder Zugänglichkeit auch von dieser Technik, da das Teilnehmende für sich selbst beantworten, wie schätze ich das eigentlich ein? Also kann ich das Gerät selbst reparieren? Oder ist es angemessen, wie viel sozusagen ökologische Auswirkungen das auch hat dafür, dass ich mit Freundinnen irgendwie über die Fußballergebnisse der Bundesliga oder sowas schreiben kann? Oder also sozusagen das so ein bisschen ins Verhältnis setzen und am Ende, genau, diese Methode arbeitet mit so einer Visualisierung, gibt es sozusagen eine Visualisierung und da, genau, habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, dass Teilnehmende da so einen Aha-Moment haben, so, okay, krass, ich kann gar nicht so viel selbst bestimmen, es hat irgendwie total große ökologische Auswirkungen und irgendwie steht es auch nicht so richtig in einem Verhältnis zueinander, sozusagen welchen Nutzen ich davon habe und welche Auswirkungen ja oft dann auch anderswo auf der Welt sozusagen dafür in Kauf genommen werden. Und dieses Konzept, was dahinter steckt, heißt konviviale Technik, was Andrea Vetter, eine Mitarbeiterin vom Konzeptwerk, entwickelt hat, wo es eben genau da, konvivial heißt sowas wie lebensfreundlich, zu gucken, was sind eigentlich gute Werkzeuge und wie können wir, was für Kriterien sind es, nach denen wir auch Werkzeuge beurteilen können. Danke. Mit Blick auf die Zeit und mit Blick, was das Jahr noch so bringt, es kommen noch weitere Veranstaltungen bei uns allen und da wäre die Frage, wenn wir jetzt in die nächste Veranstaltung gehen, was sind 3 Tipps oder 3 Schlagworte, die du uns mit an die Hand geben möchtest, wenn wir uns das Thema nochmal mitnehmen wollen? Also vielleicht nochmal die Frage, also ich glaube, vieles macht ihr schon total gut, auch gerade was sozusagen eure Haltung angeht zur Arbeit. Das finde ich auch total schön zu sehen, dass ihr sozusagen so einen offenen Raum und auch irgendwie so einen sicheren Raum ja auch schafft für die Teilnehmenden und auch so Hinweise, ich glaube auch wie man jetzt miteinander irgendwie umgehen will während der Veranstaltung, was es für Kommunikationsregeln etc. gibt. Ich glaube, vielleicht ist die Frage tatsächlich auch auf das Tool nochmal eine gute Möglichkeit. Ich meine, Zoom hat ja schon viel verbessert nach der großen anfänglichen Kritik und trotzdem ist es vielleicht auch total gewinnbringend, einfach nochmal ein anderes Tool auszuprobieren. Also man kann auch zum Beispiel bei Big Blue Button auch mitzeichnen, also auch Aufzeichnungen machen und da auch hat super viele Funktionen, die total ausreichend sind und genau, wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das war jetzt so ein Tipp und ich glaube, dass das aber tatsächlich für so digitale Veranstaltungen da und dann vielleicht nochmal auch die Frage, konkrete Tipps sind immer gut und auch nochmal, aber was so Teilnehmende vielleicht auch für ihre Arbeit konkret brauchen oder auch was für konkrete Ideen haben, auch dann Dinge in ihrer Arbeit umzusetzen, weil wir alle sind ja sozusagen Expertinnen in unseren jeweiligen Bereichen für die politische Bildung und alle haben wertvolle Erfahrungen und die vielleicht den Raum zu geben, aber das macht ihr auch schon. Deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht so super viel zu ergänzen. Dann danke ich dir aber ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und deine Bereitschaft und dass du da warst. Ja, vielen Dank auch an euch. Es hat großen Spaß gemacht und schön zu sehen, dass die Ideen und auch die Auseinandersetzung darüber irgendwie stattfindet. Und das macht mich oder stimmt mich hoffnungsvoll auf, dass das Thema irgendwie konstruktiv angegangen werden kann.
Musik.